So, da bin ich nun wieder zurück und ich hoffe, diesmal schaffe ich es, diese Sulfuric Acid zu erledigen. Ein kleines System hatte ich mir auch schon ausgedacht, das liegt hier. Und zwar aus diesem, wenn ich jetzt hier quasi meine Sachen rausbekomme, dann stellt ihr mir ja quasi immer dieses Hydrogensulfide her. Da kann ich gar nichts machen, das macht ihr einfach. Auch hier hinten hat er mir quasi dann hier diese Hydrogensulfide-Zellen hergestellt. Quasi mit der Vierer und dem Hydrogenzell und das, was da rauskommt. Das mache ich mir zunutze, um eben Sulfuric Acid herzustellen. Vom System her, also ich brauche erstmal eine Sulfuric Acid-Zelle hier und zwar im LV-Modus. Ihr seht ja, habe ich gar nicht gemacht. Und im MV-Modus hier unten brauche ich Sulfuric Acid, quasi um das hier herzustellen. Jetzt muss ich bloß mal schnell schauen, ob ich noch genug Salz zur Verfügung habe. Geh da mal weg. So. Salz. Ist das alles Salz hier? Oh Gott, habe ich ja ohne Ende. Dann nehme ich mal gleich mal raus hier und gebe noch mal ein Sulfuric Trioxide brauche ich. Wo habe ich denn das jetzt hier? Trioxide, Trio. Genau. So. Und zwar muss ich jetzt habe ich das System hier mal so gemacht. Ich brauche hier oben Sauerstoff. Ich habe nur noch 7 Zellen. Ich klaue mir mal ein paar, weil Sauerstoff ist ziemlich wichtig hier. Wie ich an Sauerstoff komme, das weiß ich ja mittlerweile, aber ich verbrate jetzt einfach mal hier ein bisschen. Okay, braucht immer ein bisschen mit den Zellen hier, ne? Und zwar, ich lege hier oben, das ist übrigens ganz normaler LV, Fluid Canner. Und unten habe ich ja diesen Advanced Chemical Reactor. In dem Fluid Canner eine kleine Batterie reingelegt und quasi diese Hydrogensulfide-Zellen. Ich mache jetzt mal 3 Stück. Der pumpt mir das dann da unten rein. Und hier brauche ich quasi einen 1er-Chip und jeweils 3 Sauerstoff. Und dann produziert er mir hier quasi Sulfurdioxide. Das mache ich in das Fass hier rein, weil es einem einfachsten geht. Und da ich hier noch 1000 Liter drin habe, oder 2000, mache ich mal den Rest gar. So. Jetzt habe ich die Wasserzelle, die werde ich später vielleicht auch noch brauchen. Als nächstes muss ich natürlich, deswegen brauche ich bloß diese zwei Maschinen, hoffe ich jetzt einfach mal. Als nächstes muss ich dieses. Muss ich dieses Dioxid, das ich hier hergestellt habe, quasi mit Sauerstoff und auch dem Einser in Trioxide umwandeln. Das mache ich natürlich jetzt auch. Auch hier nutze ich mir das wieder, dass ich quasi dieses Fass hier habe und quasi die 6 Zellen Trioxide jetzt da Dioxide hergestellt habe. Da gehe ich wieder rein. Die lege ich mir auch alle 3 hier rein. Dann soll er mir die nach unten pumpen. So, jetzt habe ich das hier drin liegen. Und ich brauche eine Sauerstoffzelle, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und dann stellt er mir quasi dieses Trioxid her. Das ist wirklich total simpel. Und ich habe mir da einen Kopf gemacht. Ich habe überlegt, baue ich mir noch mehr Chemical Reactor und so weiter. Aber das ist ja wirklich. Ich zwei Maschinen und ich kann das quasi herstellen, das was ich für Sulfuric Acid benötige. So, das lasse ich jetzt gerade durchlaufen. Bekomme auch immer schön fleißig meine leeren Zellen. So, das mache ich natürlich genauso. Das lasse ich alles in das Fass pumpen. Ich könnte auch anderes nehmen, ihr wisst ja. Aber jetzt habe ich das hier. So. Und halt wieder falsch gemacht, ne? Wie immer. So, und dieses Sulfurtrioxide, Rechtsklick. Und da kann ich jetzt quasi mit einer Wasserzelle und der Elfer diesmal, kann ich im Chemical Reactor quasi genau dasselbe wiederherstellen.
Und die Elfer, die muss ich mir, glaube ich, jetzt schnell noch machen. Wo ist meine zweite? Oder habe ich die hier oben? Ach, da ist er schon, ja, genau. Die habe ich ja vom Blast Furnace rausgenommen letztendlich. Das heißt, ich tausche hier nichts weiter wie die Chips aus, lege mir die Wasserzellen, die ich sowieso produziert habe, rein, fülle mir dann quasi diese 6 Zellen Trioxide wieder hier oben rein. Der pumpt mir das alles schön nach unten und schon fängt er das Arbeiten an und macht mir mein Acid. Richtig? Richtig. Und ich brauche insgesamt 3 Stück. Mit dem werden wir jetzt gleich den LV freischalten hier. Den Erfolg. Muss er ja eigentlich. Hier unten, genau. Der hat zwar jetzt noch nichts ausgelöst, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel das hier freigeschalten. Ja, jetzt kommt's. Und jetzt, wenn ich die anderen beiden da gar bekomme in MV, das war gar nicht so schwer. Ich mache mir da immer so einen Kopf, ne? Und hier brauche ich ja quasi 2 Stück. Eine habe ich einstecken. Und die andere nehme ich gleich mit. Also total simpel eigentlich. Wirklich wahr. Bin selber von mir überrascht, dass ich so schnell darauf gekommen bin. So. Jetzt brauche ich noch Salz. Das habe ich auch einstecken, weil da habe ich jede Menge. Das habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das hier noch zusammenbekomme. Dieses Sodium Bisulfate Dust. Im Chemical Reactor mit Sulfur Acid. Na, Leute, das ist doch einfach. Und dann kriege ich Hydrochlorid Acid raus. Und da brauche ich wieder die Einser. Das ist ja total simpel. Also, das ist ja. Ich bin ja von mir überrascht, dass ich das Chemiegeraffel hier so schnell hier gerafft habe. Also gut, ich brauche jetzt nochmal. Entschuldigung. Ach so, hier musst du springen, nicht da. Also, ich brauche 1000 und 2 Salz und die 1. Das ist ja einfach. Ich mache da jetzt gleich ein bisschen mehr. Halt quasi die 6 Stück, die ich habe. Schmeiße ich da rein. Erst habe ich überlegt, brauche ich eigentlich einen Advanced Fluid Canner? Habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es sinnlos, wenn ich den mache, weil die zwei harmonieren ganz gut. Und theoretisch bräuchte ich jetzt nur 12 Salz. Und dann habe ich mein Sodium Bisulfate. Das war ja wirklich, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, das hat jetzt keine 8 Minuten gedauert. Wahnsinn. Und 4 bleiben übrig. Das habe ich ja so ausgerechnet. Perfekt. Einfach nur perfekt. So, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich dieses Persulvate-Zelle herstelle im Electrolyzer. Okay, warte mal. Da kriege ich 1000. Achso, die Zelle habe ich ja gar nicht. Fluid Canning Machine, leere Zelle und 1000. Geht es nicht mit dem Chemical Reactor? Nee. Im Electrolyzer kriege ich bloß 500. Wie viel soll ich noch herstellen? Eine. Das heißt, aus 2 bringe ich 1000 raus. Das ist ja richtig. Das hatte ich. Dann muss ich quasi. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das da reinbringe. Eigentlich geht es gar nicht. Ich muss in Electrolyzer. In LV geht es sogar. Na gut, dann baue ich das Teil mal ab hier. Ist ja leer, ne? Ah, nein, oh, da ist ja was drin. Alter. Das muss ich erst rausnehmen. Für was ich auch das immer brauche, da dieses Hydrochlorid Acid. Aber ich bin jetzt mal ganz kurz am Überlegen. Ne, ich brauche das hier. Das ist mir immer so eine kleine Hilfe. Und ich nutze, welchen Electrolyzer nutze ich denn? Kann ich ja eigentlich den hier auch nutzen, oder? Ja, könnte ich eigentlich nutzen. Dann schlage ich mal das. Hallo, Dolly, hier zu mir. Das schicke ich mal hier runter. Stell da mein Fässchen drauf. So, und dann sagt er, ich soll die zwei da reinlegen. Halt, ich muss erstmal mein Fass anschließen. Ist ja eigentlich angeschlossen, ne? Und Fluid atmen und 2 leere Zellen. Und dann sollte er mir das eigentlich machen. Diese. F Oh, das braucht aber Alter. Das braucht aber hier. Hey.
65 FPS. Jetzt schau bloß, dass du das durchschießt. Das kann ja nicht sein. Schnell mein Buch nachschauen. Ob der wirklich so lange braucht. Naja, 15 Sekunden. Das heißt, er macht mir eine Hydrogenzelle und 500 von dem Mittel. Perfekt. Perfekt. Und wisst ihr was? Ich jag die 4 gar durch. Für was hat man denn so viel gemacht, ne? Und dann kann ich da oben wunderbar schon den Erfolg freischalten. Das ist einfach super. Was war das gestanden? Flüssigzelle. Wenn ich das habe, dann... Ah, das Plastikboard, ich glaube, das, wenn das so ein Ding ist wie da oben, ey, das weiß ich jetzt schon, dass mich das nervt. Ich stalte jetzt erstmal diese da oben frei, diese eine, wo ich jetzt habe. Zack. Düllüm. So. Was willst du jetzt da hinten schon wieder? Circuit Programmer. Oh, das klingt gut. Was schreibt man zuerst an? Das wird noch nicht gehen. Doch, das geht schon. Was? So einfach ist das? Polyethylen Sheet und 6 Copperfoil gibt wahrscheinlich ein Plastik-Circuit. Im Chemi. Ich habe gedacht, das ist umsonst, ne? Ja, ja. Okay. Da kriege ich 4 Stück raus. Poly. Oh, das wird was anderes. Das ist lauter anderes. Okay. Brauche ich also Copper Foils, dann muss ich mir mal schnell welche basteln. Ja, so schwer ist das nicht. Da habe ich nur noch 7 Stück, dann jage ich mir mal 26 schnell noch da durch, durch die Bending-Maschinen. Da geht es nämlich schön schnell hier, rums, dums, bums. Und gleichzeitig ja, kann ich ja hier die Copper Foils mitmachen. Weil der braucht ja noch ein bisschen da draußen. Ich mag das. So. Halt. Dann soll er mir die gar herstellen auf die Schnelle. Dann kann ich ein wenig damit arbeiten. So, die brauche ich ja sowieso hier im Chemical Reactor. So. Hier Mai. Sodium Percival Cell. Und hier bringe ich jetzt noch 2 Stück raus, genau. Perfekt. Also, ich brauche die Sheets noch. Das wollte ich mir nochmal anschauen. Polyethylen und 500 Sulfuric. Ja, wieso brauche ich jetzt das Sulfuric? Ich Trottel habe alles gerade verbraten, ne? Wie bescheuert bin ich denn? Ich bin bescheuert, ne? Für was brauche ich dann dieses Sulfuric? Ach, das brauche ich dann hinterher. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Gut, dann wisst ihr ja, was wir jetzt machen. Wir schnappen uns das Fass. Hab extra mehr gemacht, ich Depp, ne? Und vor lauter Freude gleich alles umgewandelt für das, ihr wisst schon was. So, jetzt, also, hier zuerst die 1. Ne, hier unten die 1. Und... Kurz überlegen, wie war denn das jetzt hier oben? Muss ich das Flüssigkeit rein? Genau, hier unten brauche ich Sauerstoff und hier oben das Hydrogensulfide. 1, 2, machen wir mal 3, 4. Ich bin ja da flexibel. Gut. Zumindest habe ich mir das schon gemerkt. 1, 2, 3. Hallo? Ach, da fehlt eine Sauerstoffzelle. Was? Was? Keine Sauerstoffzelle mehr? Ui, der verbraucht aber viel. Da muss ich gleich mal mehr machen wie die 3. Mache ich mal eine jetzt. Ach komm, ich mache mal noch einen Haufen. Das war immer so unüberlegt, Mann. So, 3 Sauerstoffzellen. Jetzt nehme ich mir das wieder raus. 1, 2, 3. Achso, das war das letzte. Brauche ich jetzt schon die 11? Jetzt muss ich schnell schauen. Jetzt habe ich ja dieses
Sulfide. Ne, ich brauche nochmal die 1. Okay. Nee. Also. Hallo, lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Danke. Die Batterie hält es noch aus. Also das runter. Die 1 und es waren insgesamt 4 Zellen. Ich komme schon dahin, wo ich hin will. So, und das hole ich mir gleich wieder raus. Das Trioxide. 1, 2. 1, 2, 3 und 4. So, jetzt brauche ich hier unten aber die 11 Wasserzellen und hier oben mein Trioxid. Und dann sollte ich Sulfuric Acid rausbekommen. Nein, nein, nein. Was, bin ich jetzt echt so bescheuert? Chemical Reactor, Wasserzelle, 11, Trioxide, Sulfuric Acid. Wasserzelle, 11, Trioxide, Sulfuric Acid. Ach so. Ach, den hat es gestört, weil da was drin war. Ja, okay. So, und das muss ich jetzt wiederum in den Chemical Reactor einfüllen. Meine 4 Sheets hier holen. Welche sind es jetzt? Die hier? Ne, die obere, ne? Die da ganz oben. 4. So, die 4 und die 6 Copper Foils. Also gut, die 4, den Chip raus. Die Copper Foils. Die 4 Teile. Und jetzt hier oben quasi meine. Jetzt hab ich wieder alle verbraten. Oh, 3500. Achso. Wie viel macht dann da eigentlich jetzt? Genug, hoffe ich doch. Eins immer nur. Ehrlich, macht er nur eins? Mit 4 Stück, ja. Dann macht er 8. Achso. Okay. Na, dann lasse ich die mal durchlaufen. Schnell mal den Erfolg hier gar holen. Und mit 6 Copper Foils und Sodium Persulfate. Okay. Läuft, läuft. Da schauen wir jetzt ein bisschen zu. Aber, ey, wenn ich da jetzt Plastik ohne Ende brauche, ne? Ich habe nämlich so die Befürchtung. Wobei, das Rezept ist ja einfach. Das Rezept ist echt simpel. Ich brauche 2 Maschinen. Eine Drum, wo ich immer alles ein bisschen rein und raushole. Achso, ja, ich kann mehr Sheets machen, weil ich ja mehr produziert habe. 1, 2, 4 Stück kann ich noch machen. Hier. Mann, wo bin ich denn hier? Dann brauche ich wahrscheinlich noch Copper Foils. Ach komm, jag sie mal durch. Kann ich immer gebrauchen. Und dann muss ich meine Persulvate und die Zellen reinlegen. Schaut gut aus. Schaut gut aus und du schmeißt mir das mal her. Ah, das ist ja echt ein. Also ich bin immer noch begeistert von mir selber. Entschuldigung, ich habe mir jetzt gerade auf die Schulter geklopft, tut ein bisschen weh fürs Eigenlob und so. Jawohl. So, mein Freund. In der Zeit, wenn du da ausgekocht hast. Mache ich es einmal so und so und hier oben schmeiße ich das mal rein und schon macht ihr mir meine Boards. Aber das muss man sich mal alles merken. Wer kommt denn auf solche Rezepte? Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie viel Chemical Reactor baue ich denn und eigentlich, manchmal, es skandiert alles total simpel, das Spiel. Oh, 8 Polyethylen-Sheets, das ist natürlich super. Die werde ich mir dann später auch claimen. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Circuit Programmer. Oh, ein useful tool, das klingt doch schon mal gut.
spectrum integrate circuits without having a deal with 24 different graph. Just charge it. Schau ich mal an das Teil. Was brauche ich da? Ich habe dieses Molten Soldering Alloy leider nicht. Das da oben hätte ich, das hätte ich, das hätte ich. Muss ich mal schauen, wo ich das herbekomme, da. Soldering, Soldering. Fluid Extractor. Hm. Jetzt brauche ich mal einen Dust. Ach, ich gebe es mal ein. Soldering. Soldering habe ich doch erhalten, so Zeug da. Das habe ich doch. Das habe ich doch erhalten. Da brauche ich Zinn und Antimony mit der 1. Zinn, Antimony mit der 1. Das mache ich jetzt noch. Zinn, 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 Zinn. Machen wir hier Anti, Antimony, mache ich mal plus 16. Halt, legst du mir das ab. Und Tin habe ich dann auch hier. So. Und das ist ein Mixer. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, welche Sicherung das war. Das habe ich mir jetzt wieder nicht gemerkt. Ich, Heinz. Die 1, war ja klar. Ist alles die 1 oder die 11. Irgendwann lerne ich das auch. Nimm halt den richtigen hier. Achso, da habe ich ja schon einstecken. Mixer. 1. Zack, zack. Ich glaube, ich mache gar nicht so viel. Ach, 10 Stück macht er da schon. Gut, das muss ich jetzt hier auch durch den Fluid-Kenner jagen. Ne, das brauche ich im Assembler. Eine Aluplatte und, achso, die Good Circuit. Da habe ich jetzt keine, aber ich kriege ja irgendwo welche her. Aluminiumplatte habe ich, glaube ich, auch keine mehr. Doch, eine Batterie. Und dem Assembler. Ich muss mal eine Kiste da oben wegbauen. Und zwar lege ich die mal die quer. Komme ich da nicht rum, oder was? Hilfe, du hast zu schlecht gebaut. Ich weiß. Mann, jetzt komme ich da nicht hin, oder was? So. So geht's nämlich auch. Ich brauche hier im Assembler, ne? Hat er gesagt. Geh bitte in Assembler und lege das rein. Ach, da brauche ich noch so ein Plastikboard. Habe ich jetzt übersehen. Und 288 Soldering. Geht es doch jetzt mit der Maschine theoretisch auch, ne? Okay. Alles nur Testphase. Ich jetzt weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Dauert wieder ein Stückchen, bis er connected. Kann ich das jetzt da durchlassen? Oder muss ich mir da... Ah ja, habe ich schon gedacht. Kann ich mir das brennen? Wahrscheinlich auch nicht. Ah doch, doch. Na, dann, ach, brennen, komm. Ah, das ist ja Zinn. Ach, ich bin ja doof. Machen wir das hier. Ja, das geht auch. Das wird ein bisschen runterfallen. Brauche ich zwei Stück eigentlich bloß. Ist ziemlich simpel. So, das ich brauche noch so ein Board. So ein Whiteboard. Gott sei Dank habe ich ihn auch nicht alle gemacht. Ja, er hat mich schon wieder erwischt. Fluid nach unten richten. So. Die zwei Dinger rein. Nein. Nein, der will mir das nicht flüssig machen. Och Mann. Wieso will er mir das nicht flüssig machen jetzt? Fluid Extractor. Fluid Canning Machine. Okay, ja, dann hör mal auf zu brennen hier. Dann mache ich das anders. Extraktor, habe ich hier einen Extraktor? Extruder.
Extraktor ist der hier. Pass auf, dann nehme ich dich mal. Jetzt wird es langsam eng mit meinen Maschinen. Und dich mal. So, dann tun wir halt extracten. Extract. So, Batterie. Schauen wir mal, wie das jetzt macht. Nach unten. Flüssigkeit und ein so ein Teil rein. Das macht er auch nicht. Das will er auch nicht. Hä? Doch. Du bist wegen lahm, wa? Jetzt habe ich zu viel gemacht. Toll. Aber der leitet mir das nicht weiter. Gut, dann einen Ausgang hierhin. Meine Trommel abbauen. Jetzt, wo alles so schnell ging, dauert es wieder zu lange, ne? Ah, putzig, Dankeschön. Okay, dann machen wir es nämlich jetzt wieder so. Du kommst wieder weg. Du wieder hin. Und von dir zapfe ich ab. Eins, zwei. Das ist ja prima. Dann brauche ich gar nicht alles abzapfen. Oh, das ist heiß. Ich sehe es gerade. So, dann kriegst du das. Das funktioniert. 200. Nach unten. Und hier lege ich schon mal mein Board rein. Das da, das da. Und was war das noch? Was war das noch? Eins, zwei. Ach so. Ein Chip. Ach so, den Chip wollte ich mir, den wollte ich mir schnappen, ne? Den wollte ich mir hier irgendwo schnappen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo der war. Hier. Nehme ich mir die zwei, statt die Aluminiumplatten, weil ich jetzt zu faul bin, ehrlich gesagt, die herzustellen. So, und hier kannst du mal bitte outputten. Hier kannst du mal bitte outputten. Kann das sein, weil das nach oben geht? Ah ja. Okay, Molten Tin. Wieso will er das jetzt nicht machen? Weil die Batterie halb voll ist, oder? Braucht er jetzt eine leere Batterie? Wo bin ich jetzt zu Hause? Small Lithium Batterie. Und er braucht eine leere Batterie oder eine volle. Naja, dann baue ich mal halt so einen Batteriekörper da noch. Kupferkabel. Zwei St Oh. Habe ich keine Kupferkabel, doch zwei Stück. Zwei solche. Ah, ich brauche bloß ein Kupferkabel. Was? Also ein normales Kabel brauche ich, gell? Oder? Ach Mensch. Zu blöd zum Batterie bauen, oder was? Gehen wir halt her, machen wir hier die da hier, ne? Nicht die da. Die Höhle brauche ich. Ach, Zinnkabel. Ah, okay. Stimmt. Eigentlich logisch, ne? Habe die ganzen mit Zinn gebaut. Aber ich wusste auf jeden Fall grob, wie es geht. So, Lithium habe ich. Habe ich hier reingelegt irgendwo. Warte mal, warte mal, warte. Was habe ich das? Habe ich das noch drin? Ach, das ist noch drin. Wo ist meine Hülle? Hier, mach mal bitte voll. So. Batterie vielleicht noch? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Muss ich das jetzt genauso anordnen, wie es denn steht? Good Electronic Circuit. Aluminium Blade. Plastic Circuit. Molten Soldering Iron. Ach, was macht denn ich? Ich bin ja bescheuert. Molten Tin hau ich da rein. Ach, Gottes Willen.
Pumpe. Ah, das geht wieder nicht mit der Pumpe, ne? Die bringt. Oh Mann, bin ich blöd. Ah, ich wundere mich schon so. Wieso habe ich denn jetzt hier Sternchen? Bist du wütend? Nein. Okay, pass auf, ich opfer mal wieder hier zwei Zinn. Nicht wegbacken, bitte, danke. So, jetzt schmeiße ich hier oben Soldering. Wo ist mein Soldering eigentlich? Habe ich das jetzt alles hier? Boah, was war denn das jetzt? Warte mal, das war Antimoni. Und was war das noch? Zinn. So, jetzt mal Zinn weggelegt. Läuft jetzt nicht so flüssig wie vorhin. Aber müssen wir das jetzt nicht mehr machen? Doch, macht er doch. So, Zinn ganz weit weglegen. Ach komm. Okay. So, du tust mir jetzt das hier bitte. Ach, ich brauche den Extraktor. Das läuft nicht hier, Mann. Und ich bin hier schon wieder übermüllt. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. So. Ich brauche doch hier meinen Extractor. Extracted. Okay. Bitte eine Batterie reinlegen nach unten. So. Batterie. Das da kann ich eigentlich gleich reinlegen. Eins, zwei, drei und. Ja, so ist es, ne? Gotteschen. So, aber jetzt hier, Soldering Alloy. Magst du das? Jawohl. 144. Und noch einmal. So, nach unten bitte das Ganze. Jawohl. Meine Herren. Ja, der braucht ein bisschen, aber neuer Erfolg. Achso, warte mal, ich habe doch keine Batterie drin. Und der läuft trotzdem. Okay. Ah, zieht aber trotzdem, ne? Gut, dass ich es ja reingelegt habe. Ja, zieht ganz schön. Und mein Steam. Oh, wollen wir mal den Ofen sagen, dass er mal ein bisschen warm werden soll? Siebenmal Kohle. Und da muss ich auch mal, glaube ich, auf Solar umstellen, weil mir ist das echt zu doof hier mittlerweile. Und vor allem rein wird die Kohle wahrscheinlich nicht einmal, um die zwei Tanks voll zu bringen. Und jetzt habe ich wohl nur noch fünf. Naja, ja, egal. So, hier mit dir, du Circuit Programmer. Tada! Und krieg noch zwei Chips, perfekt. Wie funktioniert der jetzt? Rechtsklick? Oder so, oder wie mache ich das jetzt? Programme jetzt Integrate Circuits. Tier 1. Ist ein Chip drin? Nein. Klasse, oder? Ist ein Chip drin? Nein. Ist ja super. Wie soll ich den reinbringen? Ja. Just charge it. Ach so. Okay. Batterieladegerät. Doch, das funktioniert. Ach, das lädt auch auf. 10K EU macht er da. Ja, das ist ja gleich voll. Ich will nur wissen, wie das Ding funktioniert. Zack. So, Rechtsklick. Ach, das ist ja prima. Was habe ich jetzt hier? Die 11? Jetzt, wenn ich auf die 11 lege. Oder wenn ich auf die 1 gehe. Oh, schmeißt das mal raus. So geht es nicht.
Ach so, ich muss den da reinlegen und dann die 12 drücken. Ach, das ist ja super. Ja, das ist ja mega Teil. Ja, das ist gut, dass ich das gemacht habe. Das gefällt mir schon mal mega. Komm gleich mit hier hin. Hey, das ist ja richtig super. So, was brauche ich jetzt noch? Kann ich heute in HV aussteigen? Nein, weil ich das hier noch brauche. Da scheide ich wahrscheinlich dran. Und den Transistor im Assembler mit Molden Polyethylen. Das habe ich ja vorbereitet. Warte mal, Molden Polyethylen. Habe ich zwei drin? Im Assembler. An die Silikonplatten habe ich die noch einstecken? Nein. Die habe ich. Ach, ich stehe hier, gell? Und er lässt mich trotzdem nicht auf die Kiste zugreifen. Also, pass auf, ich habe meine zwei Dinger, meine 16 hier. Jetzt brauche ich den Fluid Canner wieder. Ja, gut, vielleicht die eine oder andere Maschine kann man ja mal doppelt bauen. So, Wrench nach unten. Hier kommen meine zwei Platten rein und hier in die Batterie. Und zwei. Und zwei Polyethylen. Die habe ich ja hier hinten, ne? Heiß, 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 heiß. Nach unten. Jawohl. Du gehst gleich mal wieder mit raus als leere Zelle. Und sechs Transistoren und 12 soll ich machen. Hervorragend. Ich muss mal mein Buch hier hinterholen. Ich bin es gar nicht gewöhnt, dass das so weit vorne ist. Okay. Jetzt kommt auch noch was dazu. Mobile Trashcan. Handle tiny pies like a king. Ach, das klingt auch gut. Au, 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 au. Retrieval Task, die muss ich herstellen, oder? Ich meine, die Schaltkreise hätte ich ja da. Das habe ich da, das habe ich da, das habe ich. Das habe ich doch alles. Fine Electrum Wire, ich glaube, das habe ich nicht. Das habe ich alles nicht. Analyte Copper Bolt. Wie viel Zeit habe ich denn? Habe ich noch? Das ziehe ich gerade durch. Halt, Bolt ist wahrscheinlich noch drin, genau. 32 hat er gesagt, ne? Das sind dann 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 oder 36? 32, genau. Electrum Wire. Elektrum. Oh, wie viel brauche ich da? Auch, da brauche ich ja 16. Das mache ich hier. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ich habe keine, gell? Ach so, warte mal, stopp. Nee, so viel brauche ich nicht. So viel brauche ich gar nicht. Ich brauche ja die Wire, das heißt, vier Stück kriege ich raus. Acht Kabel brauche ich. Sechs. Acht Kabel. Electrum. Oh, 512 HV steht da. Wenn das nicht mal was ist. Wenn das nicht mal so ein Wink mit dem Zaunpfahl ist. So, was brauche ich dann noch? Die habe ich vorne, die habe ich vorne. Wieso macht. Ach so, jetzt darf ich nur mal Transistoren herstellen. Das hat er mit Absicht gemacht. Das hat er mit Absicht gemacht. Ich brauche also nochmal Silikonplatten, zwei Stück und nochmal Tin Wire. Okay, also das sind acht Stück brauche ich, ne? Okay. Hab ich denn jetzt hier irgendwas von Zinn hier da? Ach, da habe ich Soldering Wire. Ja gut, du kannst immer ein bisschen schicken hier, Mann. Dann lasse ich dich da durch die Wire Mill, wenn ich da eine hätte. Habe ich keine?
Okay. Dann lege ich das mal ab, da in die Kiste. Weil gibt es ja auch gleich dann noch einen Erfolg für mich. So, dann kann ich euch zwei auch reinschmeißen. Für die Transistor zwei Silikon. Ja, ich brauche eigentlich nur noch zwei Silikonplatten. Dann bin ich doch auch schon durch. Die habe ich für echt durch Zufall gemacht, gell? Die Dinger hier. So, eine, den Wire, acht. Hier, hier, hier. So, sollte ich eigentlich alles haben. Und brauche ich jetzt noch zweimal Polyethylen? Na komm, lass mich doch mal rein hier wieder. Ich glaube, ich bin zu schnell für die Maschine. Das waren zweimal hier und achtmal da. Ne, zwei brauche ich gar nicht, stelle ich gerade fest. Ich brauche eigentlich nur eins. Ich habe doch meine Handschuhe dran und trotzdem. Ich brauche eigentlich nur eins, genau. Dann habe ich die 16 Transistoren. Oh! Nicht schreien. Danke. Jetzt muss ich mal schnell schauen, was ich hier noch brauche für die. Ich brauche Integrated Logic und RAM, jeweils 8. Integrated Logic. 8. Und da habe ich ja vorgearbeitet beim letzten Mal. Das ist ja. Und da seht ihr übrigens den Monokristallin Silicon Bowl, den ich da hergestellt habe. 4 Good Integrated Circuit. Ich habe doch gewusst, dass ich die irgendwann brauchen werde. Deswegen habe ich die noch. Analyte Copper Pole. Achso, du bist da hinten. 16 Stück, da braucht er 32. Ich hoffe, das geht jetzt recht flott hier. Ja, zieht einigermaßen schnell durch. Oh, du willst was zu futtern? Du kriegst was hier, schau mal. Was ich für dich hab, na, da prima. Wer schreit denn hier? Habe ich euch da gesagt, ihr dürft schreien? Achso, jetzt ist Kastin mehr da. Das glaube ich sofort. Aber wer schreit? Der Assembler? Nee. Mir egal, wer schreit. Oder da hinten, der schreit. Ah ja, okay. Naja, lass mal schreien, oder? Ach, das sind ja schon 40. Oh Gott, wie viel macht denn ich hier? Naja, ach komm, ist egal. So, prima. Im Circuit Assemble mit. Was ist denn immer das hier da? Die Transistoren. Ich brauche, glaube ich, dieses Rezept mit Molten Tin oder Soldering. Was nehme ich denn jetzt? Zinn. 72. Ja, ist ja gut. Da kriege ich eins raus. Da brauche ich zwei und acht. Da brauche ich die Hälfte. Und trotzdem so viel. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, was da mir hier rumschreit. Weil ich habe kein Steam. Aber in Arbeit ist auch nichts. Ich habe doch nichts in Arbeit. Läuft, aber wo läuft denn jetzt hin, der Steam? Dürfte aber egal sein, weil es müsste ja die Batterie machen, ne? Richtig? So, dann schmeiße ich. Ich muss jetzt hier feststellen, 4. Ich würde jetzt sagen, ich schmeiße da. Achso, ich brauche noch eine Batterie. Die da. Ja, wer schreit denn hier? Da oben wahrscheinlich einer, oder? Ich hab doch nichts an. Also pass auf. Das lege ich rein, das lege ich rein. Das, das, das. Und das. Und ich bräuchte theoretisch viermal Extractor.
Bitte, so, man lernt ja immer dazu, ne? Dann einmal nach unten. Eine Batterie. Und diesmal das richtige einringen. Ich glaube. Dann macht er zwei Stück. So macht er vier Stück. Normalerweise. Wenn ich nichts falsch gemacht habe. Was passt nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Molten Tin. Molten. Soldering Alloy. Ich habe den Good Integrated Circuit. Habe ich die Good Integrated drin? Ja. Aber wahrscheinlich in dieselbe Reihenfolge, ne? Okay, also Chip, Logik, Memory. Machen wir es halt so. Chip. Logik, Memory. Transformator, Elektrum, Analyt, Copper. Transformator, Elektrum, Analyt, Copper. Geht es nur einzeln vielleicht? Wie viel braucht er da? Ja, ist ja gut. Vier Stück und acht. Vier Stück. Acht. Jetzt bin ich überfragt. Will er nicht arbeiten oder kann er nicht arbeiten? Oder muss ich das in einer, bin ich in der falschen Maschine? Ja, ich bin in der falschen Maschine. Ha, du bist ein ganz lustiger. Es geht in der LV-Maschine. Na gut, weg mit dir. Dann muss ich dich darauf stellen. Habe ich natürlich jetzt wieder was verbraten. Ich blödel, wenn man nicht richtig liest. Und bin überladen. Halt, Soldering brauche ich. Zwei Stück. Das weg. Das, das. Das, 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 das. So. Da habe ich jetzt zwei Zinn noch drin, das muss auch weichen. Und ich habe die Befürchtung, dass mir das nicht reicht von der Batterie. Pass auf. Vier. Das. Ich mache das jetzt mal trotzdem durcheinander. Und lasse jetzt dann quasi hier. Habe ich das falsch wieder abgelegt? Warum schauen sich das auch so ähnlich? Dabei plus 2. Die Maschine, die schreit, verliert gleich. So, zweimal Fluidextraktor. Mit Batterie. Nicht Fluid. Doch, passt schon. Mensch, ich bin jetzt hier wieder ganz irre da. Entschuldigung für die Unterbrechung. So, Fluid habe ich doch nach unten gelegt. Jawohl, er arbeitet. Oh, der braucht aber lange. Aber was nervt denn da für eine Maschine? Ist das hier wirklich der Steam? Na, freilich, der jammert, ne? Aber was verbraucht denn jetzt großartig was? Naja, ist egal. So, komm, stellen wir mal die Dinger her. Warte mal, ich kann mir ja die rausnehmen. Da unten vielleicht verkürzt ja das den Prozess. Tada. Reinforced Glass Lens. So, dann lege ich die mal wieder rein. Und warte, bis dann die anderen fertig sind. Weil es dauert mir jetzt zu lange, ehrlich gesagt. Ich muss aber sagen, die gefallen mir besser herzustellen, wie jetzt die ganzen anderen Chips. Irgendeiner stört hier doch.
Keine Ahnung. Ich gehe mal dahinter, weil das nervt. Gut, schauen wir mal hierher, was jetzt passiert. Nichts passiert. Das schaue ich mir schnell noch an. Meine Compressed to Tiny Pies, ja, die muss ich immer selber zusammenbauen, das nervt. Ach, das ist dieser Packager, den ich die ganze Zeit gesehen habe. Low Voltage, aber ich schaue mal kurz, was man braucht. Ah. Naja, gut, hätte ich. Gitter, glaube ich, waren nicht so schwer. Chest Buffer brauche ich ja zweites. Noch so ein Chip. Schraubenzieher, was ist das hier? Schematik. Crafting. Ja, wie mache ich denn die? Halt hier. Habe ich gelacht. So, wenn ich jetzt das eine hier noch schaffen würde, aber wir haben schon wieder 15 Minuten, das ist Wahnsinn. Hydrogenzellen habe ich 6 Stück, Chlorin. Chlorin. Hydrochlorid. Hey, die habe ich doch gekriegt. Oder? Na freilich, das sind doch die 6 Stück. Wie viel brauche ich denn hier? Ach, das ist wieder was anderes. Hydrochloric Acid. Und dann schaue ich mal da hinten noch, was ich noch an Zellen habe. Ich nehme mal alles mit. Ja, ich weiß, dass du heiß bist. Bist ja auch schon wieder weg. So. Also Chlorin war nicht dabei. Dann schmeiße ich da auch alle Zellen wieder rein. Und werde mich dann in der kommenden Folge drum kümmern. Und dann werde ich, denke ich mal, in der nächsten Folge doch hoffentlich ins MV-Alter einsteigen. Was haben wir da noch ein bisschen? Ach, die brauche ich. Die brauche ich doch jetzt, ne? Wollen wir nochmal schnell schnacken hier? Ja, die brauche ich. Ich schaue es mir nur nochmal an. Distillerie? Ne, das Distillerie ist eigentlich mal gut. Chemical Reactor ist besser. Hydrogen hätte ich. Und Chlorin. Wo kriege ich den Chlorin wieder her? Electrolyzer, das klingt gut. Aus Roxhold. Na, das ist super. Und da habe ich genug. Ach, und Salz habe ich ohne Ende. Och, das ist ja super. Das bereite ich vor. Das bereite ich vor. Das schaffe ich. Okay, Leute. Bin ziemlich weit gekommen. Ach, eine Frage hätte ich noch. Mit diesem Teil, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Die meinen Portable Scanner. Ach, kann das sein, weil der leer ist? Ah, das kann sein, weil der leer ist. Das probiere ich jetzt noch ganz schnell aus. Das will ich jetzt gar wissen. Dann stelle ich mal hier hin. Doch, hör halt auf zu schnacken, Leute. Jetzt probiere ich das mal aus, ob der da drinnen lädt. Wahrscheinlich reicht es nicht. Ich will nur wissen, ob er ein bisschen hoch geht. Oder kann ich den eigentlich woanders da auch laden? Ne, der braucht schon hier dieses. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob die Batterie irgendwie lädt. Die ist voll. Kann ich das eigentlich im Sommer. Ach, der spricht. Ja, ist ja in Ordnung. Jetzt habe ich dich verstanden. Du, hier ist deine Antwort. So, haben wir irgendwo eine halb angefressene Batterie? Nee. Wenn ich jetzt eine Batterie da reinlege. Was macht denn der jetzt hier? Wieso zieht denn der den Saft da ab? So viel. Aber ich verstehe es so richtig, oder? Der braucht Strom. Und da müsste sich dann. Ja, Steam habe ich jetzt mittlerweile. Naja, so. Lala. Ich will es bloß nicht wieder drin liegen lassen. Wenn das wieder irgendwann mal Bumm macht.
Wisst ihr was, da kappe ich unten mal schnell das Kabel. Und zwar soll man das nur nach rechts machen. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Oder ich mache was falsch. Ja, wo lädt denn der das jetzt alles hin? Ach so, pass mal auf, dich schalte ich mal ab. Ganz kurzfristig. Einfach nur, weil ich wissen will, ob der. Okay, da lädt er die Batterie. Ich glaube, der Strom geht nicht bis durch, ne? Wieso macht denn der da nichts? Wieso macht der da nichts? Was kann ich denn da abbauen nochmal schnell? Die Zentrifuge. Okay. Dann bitte mal mein Voltage-Batteriebuffer da rein. Angeschlossen müsste er sein. Und dann lege ich mal die rein. Und das. So. Das geht alles runter. Läuft fast stabil. Ach Mensch. 26, 70. Ja, was mache ich jetzt? Ich pass auf, den nehme ich mal raus, bis die Batterien hier sich laden. Ich warte ungern. Ah, jetzt, okay, pass auf. Die möchte laden. Dann gehst du mal raus. Dann machen wir es nur mal so. Jawohl, das Ding lädt da drin, jawohl. Ich habe mich schon gewundert, warum funktioniert denn das Teil hier nicht? Ich will jetzt bloß ein bisschen Teil laden und dann mal schauen, was der eigentlich macht, der Portable Scanner. Den habe ich ja da im Buch irgendwo. Boah, wo bin ich denn? Achso, der war, glaube ich, Multiblocks. Hier das Teil. Information about almost every block in the game. It can hold up 4K and accept bla bla bla. It can scan groups which show more information. Group Analyzer, okay. For any block it scans, it gives us information about ID, Metadata position in the world. Oh, das klingt doch schon mal gut. Pass mal auf, das reicht mir jetzt mal mit dir. So. Was scannen wir denn? Ja, das ist ja lustig. Hardness 4,5. Pollution in Chunk. Okay, wenn ich jetzt inaktiv. Das gefällt mir schon mal, das Teil. Pollution, Reduce. Chunk, bla bla. Average CPU Load, keine Ahnung. Das ist ja lustig. Wie viel verbraucht ihr da dabei jetzt mal? 31,440. Auch gar nichts hat er verbraucht. Hardness, 200 Blast Resistant. Pollution, Pollution, was heißt das? Pollution? In Chunk. Pollution in Chunk. Gibbel. Null Amp, 4 Amp, maximal. Ja, da werde ich schon irgendwann mal durchblicken. Du sollst rein. Da sagt der Average CPU Load, keine Ahnung, 25 Ticks. Also das Ganze verstehe ich zwar noch nicht so richtig. Aber ich lasse den jetzt da drin mal. Was soll denn jetzt? Wieso soll denn jetzt so viel drin stehen? Black Scan Data Rattled. Batteriepuffer. Wieso hat denn der jetzt so viel da drin stehen? Stored Item 796.000 EU. Ach so, das ist jetzt das insgesamt. Ne, ich lasse den mal drin. Ich lasse den ungern drin. Ach komm, der wird sich schon nicht in die Luft jagen, oder? Okay, ich warte, bis er geladen ist, Leute. Und beim nächsten Mal, wenn
wird auf jeden Fall HV erreicht, weil dieses eine ein. Hey, guck doch mal. Hey, neue Farben. Tier 4. Hello again. Schau mal kurz rein. Och komm, nee, nee, nee. Nee, nee. Ich habe HV erreicht, Leute. Bis zum nächsten Mal.